Sehr gut. Ich kümmere mich gleich um euch. Ich muss mal eben hier Klarschiff machen. Den können wir schalten. Dann kommt da eine Brücke hoch. Genau. Machen wir gleich alles. Ich will mal gucken, ob ich wieder was vergessen habe. Erstmal nicht. Ja, da muss ich jetzt hoch. Nee. Kann ich von hier aus einen von euch schon erledigen? Die nerven mich gleich. Sehe ich nicht da oben. Schade. Ah, das ist so ein Penner mit einer Armbrust. Der mir so ein bisschen auf den Sack geht, aber okay. Weg. Du nervst. Ich muss eben runter. Da oben kommt auch welche. Kommst du jetzt hinterher? Das Vieh kommt nicht runter? Doch. Ja, ich hätte da oben eigentlich abfackeln können. Der ist weg. Ist hier einer runtergesprungen? Das ist schon mal gut. Ey Leute, ich bin hier unten, ihr Esel. Die schaffen das nicht mit den Schildern hier runterzukommen, ne? So habe ich das auch noch nicht gemacht. Ja, aber klar. Wieder ein neuer. Nee, doch nicht. Also bisher habe ich die immer oben auf der Brücke gekillt, indem ich da Feuer gemacht habe. So geht's aber auch. Cool. So habe ich euch erstmal, ja? Jetzt müssen wir hier oben lang. Da, das Feuerteil da oben habe ich abgeschossen. Jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt kommt da hinten. Ich hoffe, dass keiner von hinten kommt. So, mal eben einen Sniper auswählen. Ich hoffe, dass ich den auch treffe von hier aus. Das wäre gut. Ja, als Schnauze, genau. So, jetzt sehe ich dich da. Er ist noch nicht tot, ne? Scheint nicht, aber ich renne mal eben schnell zu ihm hin. So schnell kommt er nämlich nicht auf die Beine. Ach, hier seid ihr. Jetzt ist auch die nervige Musik zu Ende. Jetzt könnte ich die Tür öffnen, wenn ich will. Noch ein. So. Auf damit. Und jetzt gucken wir hier unten nochmal lang. Hier gibt es nämlich jetzt eine Waffe, die wir gleich brauchen. Nicht gleich. Bald. Bald brauchen wir die. Aber wir sollten sie auf jeden Fall mitnehmen. So, hier gibt es ordentliche Items. Granaten. Patronen. Und ihr seht, was da in der Mitte liegt. Ja. Ein Raketenwerfer, genau. Den nehmen wir auch gleich mit. Einfach muss ich ein bisschen Platz machen, denke ich. So, sehr schön. Erstmal sortieren, dass wir das auch mitnehmen können. Wir machen das folgendermaßen. Den essen wir. Dich packen wir dahin. Dich können wir auch eigentlich hier hinpacken. Wir schnappen uns das Scharfschützengewehr und legen das einfach eine Schicht höher. Und dich packen wir dahin. So. Jetzt haben wir genug Platz für den Raketenwerfer. Hallo? Nimmst du den bitte? Yeah. Und, gut platziert? Hat er gut gemacht. Schön. Jo. Denn wir nähern uns so ganz langsam dem zweiten, ich sag Endgegner. Das
ist für mich kein Zwischengegner, das ist für mich ein Endgegner. Und zwar der Endgegner der zweiten Episode oder des zweiten Kapitels, wenn man so will. Ja, jetzt auf jeden Fall brauchen wir den noch nicht, aber ich schone ihn schon mal auf. Denn jetzt treffen wir gleich auf Ashley. Und dann kommt wieder eine Situation im Spiel, die mir nicht so gefällt. Das sage ich jetzt ständig, ne? Das ist mir so aufgefallen. Aber naja, gut. So, da ist unser lieber Freund der Händler. Und hier haben wir ein Spinell. So, was hast du denn im Angebot, Keule? Got some rare. What are you selling? Nee, auf keinen Fall. Was verkaufe ich dir? Wenn ich den anwählen würde. Nee, ich dachte, er sagt was dazu. Ich möchte ganz gerne nochmal seinen Satz hören. Voll der fiese Händler, ne? Oder gut, er macht's natürlich clever. Wir kriegen 15.000 für den Raketenwerfer. Er selbst will aber 30 haben. Ja, so muss man das machen, um zu Geld zu kommen. Is that all? Ja. Thank you. Ach, die Sanduhr. Die kannst du haben. Thank you. What are you buying? Oh, Aktenkoffer XL. Thank you. Yes. Noch was Schönes? Nö. What are you buying? Okay. Herrlich. Guckt euch mal diesen Platz an, den wir jetzt hier haben. Hohohoho. Das sieht gut aus, ne? Ach komm, dann können wir dich auch wieder... Jetzt können wir euch sogar nebeneinander packen, wa? Haha, sehr schön. Großer Koffer. So. Dann, ja, packen wir unsere Granaten hier hinten hin. Und hier unten können wir jetzt Medizin sammeln. Das Schöne ist ja auch, wenn man jetzt eine zweite Runde starten würde, nachdem man das jetzt einmal durchgespielt hat, dann kriegt man auch diesen großen Koffer gleich am Anfang. Man hat alles praktisch, was man schon freigespielt hat, darf man behalten. Das finde ich richtig cool. So, ich will mal eben alles nachladen. Dann eine Speicherung vornehmen. Den können wir gar nicht nach. Wir haben keine TMP-Munition mehr. Das ist traurig. Das brauchen wir gleich. Gut. Und deswegen speichern wir jetzt mal eben ab. Ja. Schreiben. Schluck trinken. Ah. Fein, fein. So, Ashley, ich komme. Ich erscheine, sagen wir es lieber so. Ich erscheine, Ashley. Bitte denk an nichts anderes. Leon! I got it! I have the sample. You serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lewis. I am a researcher hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lewis! Lewis! Ja, immerhin bin ich wieder bei 50%. Das war also das Ende von Lewis. Finde ich sehr schade eigentlich, muss ich sagen. Nein! Ich will gar nicht speichern. Nein. Ja, das war er. Für den Tod werden sie büßen. Das verspreche ich. Ja. Okay. Wir müssen weiter nach vorne gucken, aber ich fand, Lewis war ein cooler Charakter.
Und ja, nützt nichts, ne? Oh Gott, wir hören schon was. Da ist übrigens ein Bild von Sadler, dem Arschloch, was wir gerade eben gesehen haben, der so einen riesig ekligen Penis hatte. Ja, wir hören da schon wieder was. Wir hören Ashley im Hintergrund rumbölken. Geht ja gleich los, Ashley. Aber erstmal will ich hier Sachen einsammeln. Das ist wichtiger. Das ist viel wichtiger. Ja, gleich. Ich brauche Munition. Genau. Sonst kann ich dir gleich nicht helfen. Da ist auch noch was. Gut, das haben wir erstmal alles. Nachladen. Wie viele Patronen habe ich? 14. Okay. Könnte man schaffen. Dann wollen wir mal. Wir werden jetzt Ashley töten. Nein, natürlich nicht. Wir müssen sie von diesen Schellen befreien hier. Schreien. Hör auf zu grölen. Talk about near-death experience. Ashley, get out of there! Ja, fall auf sie drauf. Lecker. Noch einer. Jetzt müssen wir aufpassen. Da kommt nämlich so ein komischer Typ. The door's locked. I can't open it. Den da. Das ist nämlich El Chefe. Den sollten wir als erstes killen. Wo bist du denn? Da. Ey, Arschloch! Ja! Ich kann nicht so schnell! So. Du hör mal auf, mich da abzuballern. Er nervt. Wir müssen bei ihm erste Hilfe-Spray nehmen. Hier kannst du mich nicht so gut. So, ist den dann noch den Arsch? Schnauze da! So, jetzt schnappt ihr den Scheißschlüssel. Sehr gut. Ja, raus mit dir. Will dich auch nicht wiedersehen. Ja, okay, das war auch das kleinere Übel eigentlich. Jetzt wird's nämlich eklig. Denn wie ihr euch vielleicht denken könnt, stapfen wir jetzt in die Fußstapfen von Ashley. Nein! Und was hat Ashley? Erstmal einen Mini-Koffer und der Inhalt ist nichts. Zwei Gründe, warum ich Ashley noch mehr hassen sollte. Irgendwo liegt hier grünes Kraut. Das ich aber nicht benutzen will, das will ich nachher Leon geben. Oh, ein Spinell. Auch nicht schlecht. Trotzdem war ich der Meinung, hier liegt irgendwo ein Kraut. Hä? Leute. Bin ich echt so verwirrt, dass ich da... So. Gelb ist auch gut. Speichern? Nee, danke. Will ich nicht. Oh Gott, seht ihr den da? Folgendes. Wir können ihn natürlich töten. Es gibt hier gewisse Objekte, die wir uns zu Nutzen machen können. Krabbeln erstmal hier durch. Es gibt hier diese Lampen. Die können wir schmeißen. Toll. Ja, gut getroffen habe ich die, ich weiß. So. Davon stirbt er aber leider nicht. Wir müssen noch eine Lampe finden. Da ist noch eine Lampe. Bis er aufsteht. Er steht auf. So, werfen. Normalerweise sollten zwei Lampen reichen.
Tut's aber nicht. Schön.